Ja, die Frage ist nicht, was ist Projekt K, sondern wo ist Projekt K? Projekt K, das K bei unserem Projekt, das steht nicht für Kinder, nicht für Kleidung, es steht ganz einfach für Kirche. Und wir fragen uns, wie kann Kirche heute aussehen? Was bewegt dich? Was sind deine Ängste? Was sind deine Sorgen? Was ist das, was dich beschäftigt? Auch so Fragen, wie gibt es Gott überhaupt? Und warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Wir verstehen Kirche nicht nur als Institution, aber als ein Ort, wo man gesehen wird, wo man Glauben leben kann, wo man Glaubenserfahrungen machen kann. Gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Adventskirche und mit dem Pfarrverband München-West der katholischen Kirche haben wir uns gedacht, wir als Projekt K, wir wollen bei den Menschen sein. Wir wollen einfach nicht Menschen nur zu uns einladen, sondern wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und das ist auf den Spielplätzen, das ist auf den Sportplätzen, bei uns in Freiham, Neuaubing und Aubing. Bei dem ersten Stadtteilfest in Freiham, da wurden die Neubewohner Freihams gefragt, was erwartet ihr und was wünscht ihr euch überhaupt von Kirche in Freiham? Und die Antworten waren total interessant. Erstens haben die Leute gesagt, wir wünschen uns von Kirche gemeinschaftsstiftende Aktionen. Und wir sind Menschen, die gerne Zeit mit anderen Menschen verbringen. Ja, warum? Einfach, um uns gegenseitig besser kennenzulernen. Uns, die wir alle hier im neuen Stadtteil wohnen und Umgebung. Und wir wollen Gott mit reinnehmen in unsere Gemeinschaft, denn er will Gemeinschaft mit uns haben. Einen besseren Weg können wir uns kaum vorstellen, um einfach für eine gute Gemeinschaft im neuen Stadtteil zu sorgen. Das Zweite, was gesagt wurde, ist, man wünscht sich, dass man den Bedürftigen hilft. Den Bedürftigen helfen. Das ist so ein weiter Begriff und mit begrenzten finanziellen Mitteln stellt man sich vor, was können wir machen. Aber wir haben es umgesetzt, indem wir einfach Spielgruppen ins Leben gerufen haben. Wir haben zurzeit 3, 2 Eltern-Kind-Gruppen und eine Vater-Kind-Gruppe, weil es auch hier an Kindergartenplätzen mangelt oder Krippenplätzen, Betreuungsplätzen. Und dann haben wir gesagt, wir können unsere Zeit einsetzen und den Menschen etwas Gutes tun. Und das Dritte, was gesagt wurde, ist, man wünscht sich, dass der persönliche Glaube gefördert wird. Immer wieder werden wir gefragt, was uns motiviert, und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn das wirklich stimmt, dass es Gott gibt, und wenn Gott wirklich so ist, wie er sich in Jesus Christus zeigt, dann gibt mir das so viel Sinn in meinem Leben, es gibt mir so viel Kraft, es gibt mir Hoffnung für schwere Situationen, es gibt mir so viel Liebe, wo ich mich vielleicht total ungeliebt fühle, und das motiviert mich einfach. Und das ist die Motivation hinter Projekt K, dass wir Menschen einladen wollen zu dieser Gemeinschaft und natürlich auch Gemeinschaft mit diesem Gott, mit Jesus Christus. Kirche soll durch Projekt K nahbar und ganz neu erfahrbar werden. Hey, wie cool wäre das, wenn in ganz Freiham und Umgebung sich solche kleine Gemeinschaften rund um Projekt K treffen würden, die Gemeinschaft miteinander haben und Gemeinschaft mit Gott. Ja, wenn dich das angesprochen hat und du sagst, hey, das wäre was, worauf ich Lust hätte, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Schau vorbei oder trete mit uns in Kontakt.